Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eine kleine Zuschauerpost für dich, die ich von der lieben Minka bekommen habe. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Minka hat von mir auch ein Paket bekommen und hat dann auf die Absenderadresse ein Paket zurückgeschickt. Was soll ich sagen? Ich möchte das nicht. Ich sage es immer wieder, aber ich habe jetzt schon wieder ein Paket bekommen. Und das mache ich mal mit dir zusammen auf. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Und das, was ich Minka geschickt habe, war viel kleiner. Mensch, aber wir machen das jetzt erstmal auf. So. Oh Mann, voll cool. Wie geil bist du denn? Eine Müllerbox? Die hast du... Oh, cool. Ich wusste gar nicht, dass Müller auch Boxen hat. Muss ich mal vorbeigucken, wa? Für Claudi. Mit einem... Oh, guck mal, das könnte Sammy sein. Ach, wie süß. Oh, wie niedlich. Oh, das könnte wirklich Sammy als Welpe sein. Wie niedlich ist das bitte? Oh. Liebe Claudi, zuerst einmal ein dickes Dankeschön für dein liebes Päckchen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Da du ja kein Geld wolltest... Nein, will ich nicht. Weil ich hatte ihr was geschickt. Also sie hat nichts in dem Sinne von mir gewonnen. Sie hat was von mir geschickt bekommen. Weil sie mich wegen einer Geschichte aus meiner Grafikkiste angeschrieben hatte. Genau. Da hatte ich ihr was gepackt. Habe ich mir gedacht, ich schicke dir eine Kleinigkeit. Der Glücksbringer soll dir noch ganz viele Jahre Glück bringen, egal ob auf YouTube oder privat. Ich habe dir auch eine Kleinigkeit für Sammy beigelegt. Ich hoffe, er freut sich. Oh. Ich bin froh, dass ich dich auf YouTube gefunden habe, denn es gibt wenige, die so authentisch sind, wie du es bist. Ach, danke schön. Das ist echt lieb. Bleib so, wie du bist, denn genau so ist es richtig. Ich drücke dich und wünsche dir weiterhin alles Liebe und Gute, Minka. Danke, liebe Minka. Och, Mensch. Danke. Gerade ist echt ein Highlight, ne? Voll schön eingepackt, ne? Schmetterlingspapier ist es, das sehe ich jetzt erst. Voll cool. Das ist so geil. Do all things with love. Das ist so mein Style, ne? Mega geil. Danke, Minka. Das ist voll schön. Das ist ein Windlicht. Hier haben wir eine Kerze drin. Die klappert. Dann macht man die an. Mach ich mal. Nehme ich mir meinen Flammenwerfer. Suchen. Hallo. Kerze angemacht. Ja, Feuer und Claudia ist immer so eine Sache, ne? Ich habe hier schon mal ein bisschen was abgefackelt. Total super. Oh. Die passt auch schön in den Hintergrund. Minka, die bleibt da stehen. Das ist voll schön. Danke dir. Echt. Dann habe ich hier ein kleines Päckchen. Oh, das ist der Glücksbringer. Ach, wie niedlich. Guck mal, das ist so ein kleines Täschchen. Dann steht da viel Glück drauf mit zwei Schornsteinfegern und vier blättrigen Kleeblättern. Und dann haben wir hier einen Schornsteinfeger drin. Der kommt mit auf die Arbeit. Der wird mir auf der Arbeit Glück bringen. Da habe ich nämlich... Also an meinem Schreibtisch, rechts neben mir, ist, also im Prinzip, oh, jetzt habe ich immer nicht geguckt, ne? Schräg rechts neben mir ist so ein großes Fenster, wo ich dann mega schön in die Natur gucken kann. Und da ist so ein schöner Kanal und so. Sieht man immer schön Entchen. Es ist total idyllisch. Und unter der Fensterbank ist quasi so ein Ding, wo quasi die ganzen Stromkabel herlaufen. Und auch Steckdosen sind und so. Und da ist so ein bisschen Platz. Und da stelle ich immer so... solche Sachen zum Beispiel auch hin. Und da steht auch eine kleine Blumenvase von einer Kollegin von mir, die mir zum Geburtstag geschenkt hat, wo ich dann immer, wenn ich mittags spazieren gehe, mir frische Blumen aus der Natur hole und Gräser und so. Ja, und da wird das auch seinen Platz finden. Total niedlich. Der hält hier schön das Kleeblatt fest und wird mir wirklich hoffentlich Glück bringen. Danke, Minka. Das ist echt süß. Mensch. Zack. Ein Glücksbringer für Claudia. Dann habe ich hier noch was eingepackt. Das könnten Masken sein, das könnte aber auch was für Sammy sein. Es sind Masken, ja! Claudia eskaliert hier vollkommen. Ich habe vergessen, ein Thumbnail zu machen.
Ich mache das gleich mit der Müllerbox, okay? Mist. Voll vergessen, wenn du so im Flow bist, ne? Wow. Wow. Da habe ich einmal von Isana die Maske Peel Off, porentiefe Reinigung, verfeinert das Hautbild mit Aloe Vera und Pfirsichextrakt für normale und Mischhaut. Da sind zwei Sachets drin, da bin ich auch wirklich gespannt drauf. Ach, guck mal. Dann von Balea die reinigende Maske, klärt die Haut mit weißer Tonerde und Zink. Die hatte ich auch schon mal, glaube ich. Die ist porenverfeinernd, ne? Und Zink ist wirklich gut, wenn du halt so Rötungen hast. Sind das ja auch so kleine Entzündungen, wo du ja auch IVA drin hast und so, ne? Und Zink ist wirklich so zur Wundheilung auch eine ganz gute Geschichte. Dann von Isana die Peel of Golden Glamour Maske. Ich weiß nicht, ich glaube, die hatte ich noch nicht. Porentiefe Reinigung verfeinert das Hautbild mit Goldschimmer und Vanilleextrakt für normale und Mischhaut. Das ist ja cool. Also richtig geil wäre das, wenn ich dann wirklich auch so ein komplettes goldenes Gesicht hätte, ne? Mega. Die hatte ich auch schon mal, oder die habe ich noch, die muss ich noch austesten. Von Shelbens die Multimasking 3-in-1 Maske, reinigend, porenverfeinert und regenerierend. Und die ist mit drei verschiedenen Sachets, mit Heilkreide, Himbeere und Lakritz. Und die machst du dir auf die entsprechenden Partien, so wie die Lady das hier auch hat. Und dann wirkt die Maske entsprechend. Da bin ich auch gespannt drauf, sage ich immer wieder, wenn ich die sehe. Und dann habe ich hier zweimal die Time to Glamour Maske von Balea, die Peel-Off Maske. Mit Schimmereffekt, porentief reinigend, mit Meereseigenextrakt und die ist belebend für normale und Mischhaut. Und die hatte ich auch irgendwann schon mal getestet, aber ich weiß nicht mehr, wie ich die fand. Deswegen werde ich mir entweder meine Maskenvideos mal durchschauen und gucken, ob ich das finde. Oder ich werde sie einfach mal austesten. So cool. Also ganz viele Peel-Off-Masken. Also du willst, dass ich Schmerzen habe, ne? Minka, Minka, das ist ja freundlich. Ja, mega. Alter, guck dir das an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Masken. Und dann noch teilweise Doppelsachets. Ey, Wahnsinn. Dann habe ich hier ganz viele Leckerlis für Claudi. Nom, nom. Sehr, sehr geil. Erst muss ich hier das letzte angucken, was wahrscheinlich für Sammy ist. Da ist erstmal ein Tau drin. Das ist ja richtig cool. Das wird der ruckzuck zerfleddert kriegen. Das hört sich immer so böse an, ne? Aber Sammy zerfleddert hier von unseren Menschensachen nichts. Halt nur, wenn der so draußen ist, wenn er oder wenn er hier seinen Drinnentau hat, der hat einen Drinnentau und einen Draußentau. Mittlerweile zwei Drinnentaus und zwei Draußentaus, weil, ne? Sammy ist Sammy. Und ja, jetzt hat er hier noch einen Tau. Mal gucken, da wird er sich hoffentlich freuen. Ach Mensch. Und noch ein Leckerchen von Romeo. Den kenne ich gar nicht. Classic Vital Snacks. Kaustreifen mit Geflügel. Mhm. Und da ist ein Sammy drauf. Guck mal, wie süß. Beziehungsweise das ist ein Golden Retriever. Und Sammy ist ja ein Schweizer Schäferhund. Aber wir gucken mal, ob wir... Doch, der möchte das bestimmt gleich mal probieren, oder? Doch, das darf der gleich mal probieren. Sam, Sam. Da was für dich? Sieh. Gib Pfote. Gib Pfote. Gib die andere Pfote. Nein. Nochmal. Gib Pfote. Gib die andere Pfote. Fein. Guck mal, was du kannst. Das ist so fein. Kriegst ein Ja. Ham. Tschüss. Was ist ein Fräuchen hier? Was ist ein Fräuchen da? Ist das für dich? Willst du das haben? Willst du das haben? Willst du damit spielen? Willst du das haben? Oh, du Räuber! Du Räuber! Du Räuber! Willst du das haben? Oh, willst du das haben? Ist das dein? Willst du damit spielen? Na, bitteschön. Wurde positiv angenommen. Liebe Minka, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, es hätte nicht sein sollen, es hätte nicht sein müssen, aber ich freue mich halt trotzdem echt immer über Dankpakete und so. Ne? Also danke auch an dich zurück. Ich habe es gerne gemacht, dir die Sachen zu schicken, die ich dir geschickt habe, einfach weil du lieb gefragt hast. So. Und ja, deswegen, ja, ne? Mensch, so. Ich bin ganz hin und weg. Also dieser Kerzenhalter und den Glücksbringer, das ist so wirklich von Herzen, das finde ich mega schön. Echt, das ist großartig. Und die Masken werden getestet, das sage ich dir. Mein Gesicht wird leiden. Peel off und peel off und peel up und peel down und
weißt Bescheid. Ja, ne? Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.